Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Bram de Koning, einer der Maschinentechniker bei Zelro. In diesem Video möchte ich Ihnen mehr über die Hardware rund um das Product Handling erzählen. Ich möchte dies anhand der folgenden Themen tun. Was Sie über die Vorrichtung in der Maschine für die automatische Handhabung wissen sollten. Wann wird welche Form der Greifertechnik eingesetzt? Wie Ihre Produkte in unseren Lagermodulen gelagert werden können. Ihr Produkt steht bei diesen drei Themen im Mittelpunkt. Anhand eines Beispielprodukts, wie wir es oft bei unseren Kunden sehen, möchte ich Ihnen diese drei Schritte zeigen. Dieses Produkt hat drei Phasen: Rohteil, halbfertiges Teil und fertiges Teil. Sie spannen Ihre Produkte jeden Tag mehrmals in die Maschinen ein. Ich werde Ihnen nichts Neues darüber erzählen. Doch worauf ist es beim Spannen aus Sicht der Automatisierung zu achten? Eine Grundvoraussetzung ist, dass beim Product Handling Ihre Maschinenaufspannung automatisch sein sollte. Es ist auch wichtig, die Anzahl der Vorrichtungen zu berücksichtigen. Ein Produkt, das mehrere Vorrichtungen hat, muss zwischendurch gedreht werden. Wenn dies notwendig ist, gibt es ein paar Dinge zu beachten, die ich kurz erwähnen möchte. Kann das Produkt mit denselben Backen gespannt werden, die auch zum Spannen des Rohlings verwendet werden? Oder haben Sie mehrere Nullpunktspannsysteme in Ihrer Maschine mit Spannern für jeden Bearbeitungsschritt? Kann derselbe Greifer für das Rohteil und das Halbfertigteil verwendet werden? Oder werden mehrere Greifer mit unterschiedlichen Fingern benötigt? Dazu später noch mehr. Ist die Geometrie des Produkts für das automatische Drehen an der Übernahmestation geeignet? Wir waren beim Spannen und was bei der Automatisierung zu beachten ist. Abschließend möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf die Spannbacken hinweisen. Ein Roboter hat eine Wiederholgenauigkeit von 1 mm. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihr Produkt mit der gewünschten Genauigkeit zu positionieren. Wenn die Geometrie des Produkts es zulässt, können diese auf der Zentrierstation zentriert werden. Der Roboter hat die Möglichkeit, ein Produkt in die Klemme zu drücken. Dies kann senkrecht oder in einem Winkel erfolgen. Ihre Spannbacken müssen eine bestimmte Form des Anschlags haben. Verfügt Ihre Spannvorrichtung über formschlüssige Spannbacken? Sehr gute Lösung. Die Backen haben eine zentrierende Wirkung, die dafür sorgt, dass das Produkt an der richtigen Stelle ist. Sie brauchen eben noch mehr Genauigkeit. Wenn Ihre Maschine über ein 3D-Tastsystem verfügt, können Sie damit die letzte Positionierungsungenauigkeit beseitigen. Dies ist eine sehr gute Lösung für die universelle Produktion. Dies waren einige Einblicke in die Umreifung Ihres Produkts in der Maschine. Ein weiteres wesentliches Thema ist der Produktgreifer. Ich erzähle Ihnen gerne mehr darüber. Bevor wir uns den Greifer selbst anschauen, wollen wir uns den Basiskopf ansehen. Jedes Standardprodukt von Zelro hat einen Basiskopf. Ein Basiskopf ist ein universeller Grundkörper am Roboter, der einen automatischen Greiferwechsel ermöglicht. Jeder Basiskopf hat pneumatische und elektrische Anschlüsse, um einen Greifer funktionsfähig zu machen. Der Greifer. Es besteht aus zwei Teilen. Der Greifer selbst und die Greiferfinger. Es sind verschiedene Arten von Greifern erhältlich. Ein wesentlicher Unterschied ist ein Einzel- oder Doppelgreifer. Ein Doppelgreifer ist ein Greifer, der über zwei Spannmodule verfügt. Dies hat eine Reihe von Vorteilen. Es schafft eine schnellere Umrüstzeit und pro Seite können unterschiedliche Greiferfinger ausgewählt werden, um den Unterschied zwischen rohem und verarbeitetem Produkt auszugleichen. Ein Doppelgreifer kann auch als Einzelgreifer verwendet werden, wenn zum Beispiel das Produktgewicht oder die verfügbaren Höhe Schiene dies wünschenswert machen. Doppelgreifer sind in einer 3-Punkt-Ausführung und in einer 2-Punkt-Ausführung erhältlich. Abhängig von der Produktgeometrie kann eine dieser Formen gewählt werden. Neben einem Doppelgreifer verwenden wir für Wellen standardmäßig einen Einzelgreifer. Der Grund dafür ist, dass eine Achse oft länger ist als ein anderes rundes oder quadratisches Produkt. Mit einem einzelnen Greifer hat der Roboter mehr Spielraum, um sich mit der Welle zu bewegen. Beide Greifertypen sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich. Die Baugröße ist abhängig vom Roboter. Am Greifer befinden sich Greiferfinger. Der Roboter nutzt diese, um das Produkt zu greifen.
Dieser wird am Greiferkopf montiert. Es gibt dann mehrere Möglichkeiten. Ein stallbarer Finger. Diese Finger sind auf einem Schlitten einstallbar. Bei allen Einstellungen wird der gleiche Finger verwendet. Dies ist eine interessante und kostengünstige Lösung. Wechsel der Finger mit unserem Schnellwechselsystem. Dies sind Finger, die auf einer Grundkonstruktion ausgetauscht werden. Für jede Produktgröße wird ein anderer Finger verwendet. Es ist auch möglich, die Finger selbst herzustellen. Diese können einfach an der Steuerung konfiguriert werden. Ein Greifer, den ich noch nicht erwähnt habe, der aber schöne Möglichkeiten bietet, ist ein Langhubgreifer. Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Greifer und einem Langhubgreifer? Ein Langhubgreifer hat anstelle eines Spannmoduls mit kurzem Hub ein Spannmodul mit langem Hub. Ein Langhubgreifer positioniert sich automatisch entsprechend der eingestellten Produktgröße. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Finger ausgetauscht werden müssen und der Greifer universal einsetzbar ist. Es ist möglich, vollautomatisch von Produkt 1 auf Produkt 2 umzuschalten. Wo normalerweise mehrere Greifer notwendig wären, kann dies nun mit einem Greifer erledigt werden. Kurz gesagt, ein Langhubgreifer ist sehr flexibel und ermöglicht eine Automatisierung ohne manuellen Eingriff. Der nächste Schritt ist das Lagermodul. Zellro verwendet in allen Roboterzellen einen horizontalen Produktträger. Dies kann eine Schublade oder eine Tablette sein. Ein horizontaler Produktträger hat eine Reihe von Vorteilen. Wir gehen sie gerne kurz durch. Zum Beispiel können die Produkte einfach gestapelt werden. Dies wird häufig von unseren Kunden genutzt, die mit Accelerate arbeiten. Dies erhöht die Speicherkapazität erheblich. Bei der Gestaltung des Inlays behalten Sie einen großen Freiraum. Was auch immer Sie platzieren, Sie müssen nichts umstellen oder anpassen. Dadurch ist es auch möglich, alle Arten von Produkten gemeinsam auf einem Inlay zu bauen. Das nennen wir Flexibilität. Es scheint offensichtlich, aber ich möchte noch einen letzten Vorteil erwähnen. Eine ebene Fläche hat den Vorteil, dass sie fast keine Höhe einnimmt. Wie gehen wir mit instabilen und hohen Produkten um? Die Bewegungen der Schublade oder der Tablets sind so leichtgängig, dass die Produkte nicht schnell verrutschen. Ein Inlay wird zum Laden eines Produkts verwendet. Diese Einlage liegt auf einer Schublade oder einem Tablet. Ein Inlay ist eine Standard-Edelstahl-Gitterplatte mit ausgeschnittenen quadratischen oder rechteckigen Fächern. Diese Fächer können in bis zu 4 Ecken bestückt werden, sodass einfach 4 Produkte enthalten kann. Wenn das Produkt zu groß ist, um 4 Produkte in einer Tasche zu platzieren, werden 2 oder 1 Produkt pro Tasche geladen. Bei einigen Systemen ist eine Stapelung möglich, wenn mehr Speicherkapazität benötigt wird. Auch runde Produkte oder nicht symmetrische Formen können problemlos in die Rastereinlage geladen werden. Zusammengefasst, die Inlays können sehr flexibel eingesetzt werden. Neben den Standard-Inlays ist es auch möglich, eigene Inlays zu erstellen und zu konfigurieren. Dies kann einfach in der Software durchgeführt werden. Für die Gestaltung Ihrer eigenen Inlays können wir Ihnen Informationen, einschließlich Stabdateien, zusenden. Wir hoffen, Sie haben einen guten Eindruck von unseren Technologien rund um das Produkthandling bekommen. Neugierig, wie es in unserer Software funktioniert? Mein Kollege Derek erzählt Ihnen in einem weiteren Video mehr darüber.